Ende Dezember und Anfang Januar habe ich schon mit meinen ersten Aussaaten angefangen, Aubergine, Paprika und Chili. Und die Pflanzen sind jetzt schon so groß geworden, dass ich sie schon anfangen musste zu pikieren. Kein Grund für Panik, wenn ihr noch nicht mit der Aussaat begonnen habt. Im Februar könnt ihr das noch weiterhin machen. Ihr habt noch alle Zeit der Welt, eure Pflanzen holen das nach. Und im Februar gibt es dann noch eine Fülle weitere Pflanzen, die ihr noch vorziehen und vorkultivieren könnt, weil wir dann immer weiter in Richtung Frühjahr kommen. Kein Grund zur Panik, ihr habt wirklich noch alle Zeit der Welt, wenn ihr mit der Voranzucht noch nicht angefangen habt. Ich habe ja so früh angefangen, weil ich das ja hier beruflich mache. Deshalb die Voranzucht schon bei mir im Januar. Im Februar habt ihr noch Möglichkeit, eure Pflanzen vorzuziehen. Die holen trotzdem noch eine gute Ernte raus. Von vornherein möchte ich noch etwas klarstellen, weil das im letzten Aussaat-Video angesprochen worden ist. Ich beginne mit der frühen Anzucht. Ich habe die Möglichkeiten, ich habe einen riesengroßen Folientunnel, aber auch ein Gewächshaus, habe auch den dementsprechenden Platz und ich nutze auch LED-Lichter. Das heißt, wenn ihr eine erfolgreiche Voranzucht haben möchtet und jetzt schon so früh beginnt, dann schaut wirklich, dass ihr auch diese Punkte erfüllt, nicht, dass ihr in unnötigen Stress kommt, eure Pflanzen schwach werden und der Aufwand dann letztlich doch umsonst ist. Und weil es eine ganze Fülle von Aussaaten im Februar gibt, die ihr sowohl im Haus als auch in einem Frühbeet oder auch draußen im Freien tätigen könnt, würde ich sagen, fackeln wir nicht lange rum, sondern beginnen wir einfach damit, was ihr jetzt im Haus zum Beispiel vorziehen könnt. Auch jetzt im Februar könnt ihr Paprika, Chili, Aubergine und Physalis aussehen. Werdet ihr wahrscheinlich nicht so eine ganz so große Ernte haben, beziehungsweise auch eventuell Reifeprobleme bekommen, wenn nicht ganz im Januar anfangen. Dann müsst ihr auch dementsprechend auf die Sorten aufachten. Auch hier gilt, wie im Januar-Video, schaut, dass ihr halt die entsprechende Keimtemperaturen habt, 20 bis 25 Grad ungefähr. Könnt ihr auch hier zum Beispiel mit Heizmatten arbeiten. Ich persönlich werde schon Mitte Februar mit meiner Tomatenvoranzucht beginnen. Das wird die erste Charge sein, damit ich die auch schon im April in mein Folientunnel und Gewächshaus da reinsetzen kann. Eventuell, wenn Spätfröste kommen, die nochmal abdecken. Ein Vlies hat auch ziemlich gut funktioniert. Wie gesagt, es ist recht früh, muss man nicht unbedingt machen. Ab Anfang März bis Mitte März reicht es auch vollkommen aus, eure Tomaten auszusehen. Die werden es dann hinten raus auch alles nachholen. Das werdet ihr wahrscheinlich einen Unterschied kaum merken. Im Februar bleiben meine tropischen Kulturen natürlich auch unter dem LED-Licht, weil es bei mir in der Wohnung ziemlich warm ist, 20 bis 25 Grad. Und wie gesagt, je wärmer es bei euch im Raum ist, desto mehr Licht benötigen sie. Das heißt, wenn ihr es etwas kühler habt, dann brauchen die etwas weniger Licht. So, und wenn die Tomaten aufgekeimt sind, dass man die etwas kühler stellt, damit die halt bessere Wurzeln bilden und so kräftiger werden. Im Februar könnt ihr auch schon Pflanzen aussehen, die gut für die Bienen sind, wie beispielsweise Artischocken oder auch Tagetes. Zur Tagetes habe ich mal ein separates Video gemacht, warum die so wunderbar im Garten ist. Werde ich euch oben in der Infobeschreibung verlinken. Ist eine wunderbare Mischkulturpflanze, unterstützt sie einfach. Ist auch eine wunderbare Blühpflanze für Wildbienen. Fenchel, Staudensellerie und Petersilie könnt ihr jetzt auch schon wunderbar aussehen. Staudensellerie zum Beispiel kann man ein bisschen so ein Sandgemisch oben drauflegen und die halt so keimen lassen. Brauchen sie auch etwas wärmer. Ich würde so ungefähr 20 Grad empfehlen. Vor allem beim Staudensellerie, der hat eine recht lange Kulturzeit und wenn ihr halt schöne große Stangen haben wollt, dann solltet ihr auch so früh wie möglich anfangen. Beim Knollenfenchel würde ich deshalb so früh anfangen, weil je später ihr da anfängt, desto mehr kommt er da vielleicht in den Zeitraum, dass er halt im Mai, Juni oder Juli groß wird und dann eventuell durch die Sonne und die Hitze in die Blüte geht, anstatt eine wunderschöne Knolle zu bilden. Dann kommen wir zu Kulturen, die es bei der Vorkeimung nicht ganz so warm benötigen, ungefähr so 15 bis 18 Grad. Darunter zählen zum Beispiel Zwiebel, Schnittlauch, verschiedene Kohlsorten wie Weißkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Spitzkohl, Rotkohl zum Beispiel auch. Die würde ich dann so in Richtung Ende Februar, Anfang März eventuell aussehen, je nachdem, welche Sorten ihr natürlich habt. Rote Beete könnt ihr auch vorsehen und eventuell dann schon im März in euren Folientunnel, Gewächshaus oder in einen Frühbeet reintun, damit ihr dann eventuell schon im April oder im Mai die ersten Knollen ernten könnt. Außerdem könnt ihr jetzt wunderbar Salat und Kohlrabi vorziehen in ungefähr 4 bis 6 Wochen. Dann haben wir ungefähr März. Dann könnt ihr auch dann direkt ins Freiland raussetzen und braucht nicht unbedingt einen Schutz. Als Vorkulturen könnt ihr in euren Folientunnel, Gewächshäusern oder auch Frühbeete, Asasalate oder auch wilde Rauke bzw. Rucola mit aussehen. Radieschen geht da auch vollkommen klar. Spinat kann man auch eventuell ausprobieren, dass man die halt da im geschützten Bereich jetzt schon mit aussieht. Man kann die aber auch im Freiland mit aussehen kann oder auch frühe Möhren. Am besten ihr macht die Mischkulturkombination von Möhren und Radieschen, hat einfach den Grund, dass ihr dann ungefähr die Reihe wisst, wo eure Möhren wachsen, weil die Radieschen viel schneller aufgehen und so könnt ihr dann zum Beispiel eure Linie auch Beikraut
frei halten, damit eure Möhren besser gedeihen können. Richtung Ende Februar werde ich mit meiner Kartoffelbohrenzucht auch beginnen. Das heißt, ich werde zum Beispiel in Eierkartons die Knollen an einem hellen Ort auslegen, ungefähr bei 15 bis 18 Grad, damit die halt hier schon mal die Triebe bilden können, damit ich sie zum Beispiel Mitte April, wie ich es jetzt die letzten Jahre immer gemacht habe, gleich direkt in die Erde reinsetzen kann, damit ich hier einen kleinen Wachstumsvorsprung habe. Wichtig dabei ist ja, dass ihr je nach eurer Klimazone darauf achten sollt. Also ich würde ungefähr 6 Wochen, bevor ihr die Kartoffel eigentlich raussetzen möchtet, die vorkeimen lässt. Also schaut bei euch in der Region nochmal nach den Klimaverhältnissen, bevor ihr mit der Vorkeimung der Kartoffeln beginnt. Auch im Februar könnt ihr mit der Kultur von Exoten beginnen, darunter auch wie im Januar Ingwer und Kurkuma ist zum Beispiel möglich. Ich werde auch mit der Süßkartoffelvorkeimung beginnen. Das heißt, dass die dann schon mal die Knollen die ersten Triebe bilden, damit ich hier zum Beispiel Stecklinge bekomme, damit ich eine größere Ausbeutung von Pflanzen, von einer Knolle zum Beispiel bekomme. Aber ihr könnt auch solche Exoten wie zum Beispiel die Luffergurke und Kiwan oder Zitronengurke beginnen. Besonders cool ist die Luffergurke, wenn ihr da die Früchte nämlich ausreifen lässt, dann bekommt ihr so kleine Schwämme, die zu 100% biologisch abbaubar sind. Neben den frühen Möhren, den frühen Radieschen und den Spinat könnt ihr auch Wintererbsen aussehen, dicke Bohnen und auch nach meinen Erfahrungen Mangold könnt ihr auch schon mal in die Beete mit auswerfen. Den Mangold würde ich aber erst ab Richtung Ende Februar mit aussehen. Wie im Januar-Video nochmal kurz meine Ausrüstung erläutert. Also ich nutze auch hier für zum Beispiel die Anzucht von den Tomaten wieder diese großen Platten, diese Untersetzer, wo ich halt dann diese Schalen, wie man sie aus dem Supermarkt kennt, wenn man die Tomaten kauft, dass ich halt die nutze für die Voranzucht, da halt pro Sorte eine Schale nutze und da breitwerfe ich die alle aussehen, dann pikieren die alle vereinzelt. Auch hier werde ich das Wasser in die Platte füllen, damit sich die Erde von unten nach oben vollsaugt und die Pflanzen so die Wurzeln nach unten bilden, weil ich halt es so handhaben möchte, dass ich halt es halt oben abtrocknen lasse und dann immer gucke, wann brauchen die Pflanzen Wasser, damit sie halt starke und kräftige Wurzeln bilden und nicht zu sehr verwöhnt werden, wenn sie zu viel Wasser bekommen. Das ist vor allem wichtig bei den Tomaten. Schließlich sind es ja Wüstenpflanzen und ich möchte sie halt dann so erziehen, dass die auch in einem Hochsommer über 1, 2, 3 Wochen hinweg nicht unbedingt gegossen werden müssen, weil sie ja dann in den entsprechenden Wurzeln nach unten bilden, ungefähr 1 bis 2 Meter schaffen sie. Und dass sie die Erde auch gut abdrücken, damit sich die Trauermücken da nicht so wohlfühlen und hier meine Pflanzen zum Beispiel beschädigen. Falls ihr Trauermückenfälle habt und ihr bekommt sie nicht mehr los und die ganzen Larven, die in der Erde sind, dann holt euch zum Beispiel Nematoden, die kann man sich käuflich erwerben. Oder ihr besorgt euch Nemöl, aber da auch bitte darauf achten, dass ihr da das Maß haltet, weil damit könnt ihr auch eure Pflanzen kaputt machen. Meine Anzuchterde ist wieder diese halbfertige Komposterde, die ich mir immer jedes Jahr selbst herstelle, habe super Erfahrungen damit gemacht. Mache einfach aus dem Grund, dass die Pflanzen erstmal mit dem Mikrobiom im Garten in Kontakt kommen und auch hier Leben bringt Leben. Kann ich hier nur Heaven Pommersche Humusphäre empfehlen. Die Pflanzen wachsen wegen dem ganzen Mikroorganismen und dem Leben. Deshalb tue ich dir meine Anzuchterde auch nicht abkochen lassen. Ihr könnt auch ein Gemisch aus eurer Anzuchterde machen, eventuell da mit Sand beimischen, ungefähr ein Drittel und ein Zweidrittel Komposterde. Oder ihr macht ein Drittel Komposterde, ein Drittel Gartenerde und beziehungsweise Humus und ein Drittel Sand. Die ganzen Utensilien, die ich für meine Voranzucht nutze, werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls es euch in den Fingern brennt und ihr merkt, dass euch noch ein paar Kulturen oder beziehungsweise Saatgut fehlt, könnt ihr auch gerne bei meiner Saatgutliste vorbeischauen. Ich habe mehr als 40 verschiedene Tomatensorten zum Beispiel. Eine Vielzahl von Paprika, Chili, Auberginen, Gurken, Melonen und Kürbissorten. Schaut da gerne einfach mal vorbei, so könnt ihr mich auch zum Beispiel unterstützen. Und altes und bewährtes Saatgut bleibt im Umlauf, wodurch wir immer noch ein bisschen unabhängiger gegenüber Konzernen bleiben. Die Saatgutliste findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise auch auf meiner Webseite, wo ihr zum Beispiel auch meinen Shop finden könnt, wo ich fermente und eingekochte Sachen für euch mit anbieten kann. Ebenso findet ihr dort auch meine Coachings und Kursangebote. Wenn ihr noch gerade Anfänger seid, dann kann ich euch dementsprechend begleiten, könnt ihr auch von meinem Wissen und von meinen Erfahrungen mit profitieren und könnt dann dementsprechend Zeit sparen bzw. auch so einen Vorsprung bekommen, um selbst unabhängiger, autarker und etwas auch für die Natur zu tun. Sonst bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, dass die Informationen euch einen gewissen Mehrwert auch bieten. Natürlich freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, das Video teilt, kommentiert und abonniert für den Algorithmus, damit mein Kanal und meine Videos weiter verbreitet werden und ich für euch so weiterhin unabhängig für diese Videos hier zur Verfügung stellen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin,